Eine Woche voller Schnee. Und Extremsituationen. Eine Herausforderung für Urlauber und Einheimische. Jetzt ziehen wir den Urlaub durch. Die Devise für die Urlauber: das Beste aus der Situation machen. Gleichzeitig kämpfen die Einsatzkräfte mit allen Mitteln für Sicherheit und gegen die Widrigkeiten der Natur. Es ist eine kritische Infrastruktur und dadurch muss es geräumt werden. Ob Straßen oder Berge, der Schnee macht allen zu schaffen. In Katastrophengebieten hilft inzwischen die Bundeswehr. Die Wintercamper unterstützen sich untereinander. Also es ist schon schön, aber viel zu viel. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Mittwoch, früh am Morgen im Skigebiet Golm im österreichischen Vorarlberg. Pistenchef Stefan Erhardt ist mit seinen Kollegen unterwegs, um im Skigebiet Lawinen zu sprengen. Wenn man jetzt die Sprengung nicht macht, kann jetzt bei der Situation sein, dass die Lawinen von einer fremden Person ausgelöst werden. Oder wenn es viel Schnee hat, können sie auch von selber losgehen. Und dann, wenn die auch auf die Piste abgehen, die Lawinen, ist halt gefährlich. Von der Bergstation geht es mit dem Pistenbully weiter zum Munitionsbunker. Hier befindet sich der Sprengstoff, mit dem die Männer heute kontrolliert Lawinen auslösen wollen. Eins, zwei, drei. Doch die Wetterbedingungen hier oben machen ihnen das Leben schwer. Wind, stürmisch, schlechte Sicht. Jetzt hoffen wir, dass wir zum Sprengen kommen. Wenn wir gar nichts sehen, ist halt auch blöd. Und dann hat es keinen großen Sinn. Die Männer teilen sich auf. Trotz Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km pro Stunde. Einige sind auf Skiern unterwegs, um den Sprengstoff zu positionieren. Stefan Erhardt und ein Mitarbeiter fahren zu einer der Stationen. Von dort wollen sie den Sprengstoff aus der Seilbahn werfen. Mit einem speziellen Korb lässt sich die Detonation sicher auslösen. Eine Fernsteuerung öffnet den Boden und der Sprengstoff fällt ins Ziel. Erhardt und sein Team haben Glück. Für einen Moment beruhigt sich das Wetter. Sie können die Sprengung wagen. Stefan, Abfahrt! Position 1, oder? Ja. Etwa 50 Meter von ihrer Station entfernt positionieren sie den Sprengstoff. Angespanntes Warten. Ob die Ladung wohl detoniert? Das hat funktioniert. Aber eine Lawine hat sich bei der Explosion nicht gelöst. Es ist nicht zwingend notwendig, dass eine Lawine abgeht. Aber die Spannung ist weg von der Schneedecke. Und dann hat sich das alles gesetzt. Und dann passt es. Und dann ist es auch relativ sicher. Wenn da bei der Sprengung nichts geht, dann geht auch vom Skifahren nichts. Also da kann jetzt nichts passieren. Da der Wind wieder stärker wird, brechen die Pistenarbeiter die Sprengungen für heute ab. Unten in der Bergstation tagt die Lawinenkommission. Gemeinsam entscheiden sie, welche Bereiche des Skigebiets heute freigegeben werden. Ja, wir sind jetzt noch zum Entschluss gekommen, dass wir den hinteren Bereich vom Golm gesperrt lassen. Aufgrund vom Wind konnte man nicht alles sprengen. Jetzt ist der vordere Bereich vom Golm offen. Und morgen treffen wir uns wieder und probieren, dass wir den hinteren Bereich wieder sicher herbekommen. Wildkogel in den Kitzbüheler Alpen am Mittwoch. Auf 2005 Meter Höhe gibt es seit Tagen nichts als Schnee. Die Bergbahn steht mal wieder still. Immer wieder wird das Skigebiet gesperrt. Lawinenwarnung. Die Pistenbullis sind im Dauereinsatz. Tanja Geis und ihre Tochter Justine haben ein Zimmer im Wildkugelhaus. Sie hoffen, dass sich das Wetter bald ändern wird. Das ist ja unser Urlaub und da haben wir uns jetzt seit Wochen und Monaten drauf gefreut. Jetzt ziehen wir den Urlaub durch. Nur Skifahren, das ist heute nicht möglich.
So suchen sich Mutter und Tochter andere Beschäftigungen. Wir schippen den ganzen Tag nur Schnee und spielen Spiele oder helfen hier auf der, also im Haus. Vorgestern hatten wir hier die komplette Terrasse schon mal freigeräumt und inzwischen liegt schon wieder über einen Meter Schnee hier auf der Terrasse. Also wir kommen nicht gegen die Schneemassen an. Lawinenabgänge hören sie hier die ganze Zeit. Aber Angst ist kein Thema. Noch nicht. Ich fühle mich im Haus hier sicher am Hang. Also da denke ich, dürfte nichts passieren, sonst hätten die uns hier schon rausgeholt. Was Tanja Geist zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, nur wenig später werden Schüler aus Halle unweit von hier von einer Lawine erwischt. Alle überleben. Zum Glück. Am Tennsee in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Hier haben die Wintercamper diese Saison mehr Schnee, als ihnen lieb ist. Bernd Heyer ist mit seiner Familie aus dem hessischen Bad Hersfeld gekommen. Die Kinder der Heyers und ihre Freunde wollten einfach nur gemütlich Skifahren. Aber langsam wird es doch etwas ungemütlich. Mit 6 Personen im Wohnwagen, die feuchten Sachen eben trocken kriegen. Wenn die Trockenräume schon alle überfüllt sind, das ist ein entscheidender Nachteil, wenn man nächsten Tag wieder Skifahren möchte, ne, und die Klamotten dann trocken sein sollen. Für die Kinder ist der Schnee vor allem eins: Spaß. Selbst die Pisten im Tal sind voller Pulverschnee. Und die Unterkunft gefällt auch. Ich finde es in dem Wohnwagen eigentlich richtig gemütlich. Er ist ausgestattet, nur die Unordnung manchmal. Ja. Vater Bernd muss jetzt aber schnell bei der Nachbarin aushelfen. Der Schornstein von der Heizung ist wegen der Höhe des Schnees dicht. Der muss aber frei sein wegen den Abgasen. Während Bernd Heyer räumt, schneit es heftig weiter. Er weiß, schon bald wird er wieder schippen müssen. Mittwochnachmittag. Mitten in der sächsischen Winterlandschaft brennt es. Im Dach der Waldschenke an der Talsperre Klingenberg breiten sich die Flammen immer weiter aus. Die Feuerwehr kommt später als sonst. Der Schnee hat die Anfahrt stark erschwert. Wir müssen hier über eine Feldstraße fahren, die stark verweht ist. Es ist außerhalb der Ortslage, es ist ein abgelegenes Haus. Das heißt also, die Zufahrt mit den Fahrzeugen ist schwierig. Aber nicht nur das. Mit langen Schläuchen müssen sie das Wasser aus der Talsperre holen. Das dauert alles lange. Zu lange. Am Tag danach ist klar, die Waldschenke ist vollständig ausgebrannt. Besitzer Frank Kunert sieht zum ersten Mal, was von seiner Gaststätte übrig geblieben ist. Der Feuerwehr macht ihr keinen Vorwurf, aber dem Wetter. Ja, dann wären die bestimmt schneller unterwegs gewesen, weil sie mussten erst vieles räumen. Sie mussten hinterräumen, wo der Hydrant war und so weiter und so fort. Da kamen die eben mit den Autos nicht hin, weil so viel Schnee lag. Ne? Seit mehr als 90 Jahren war die Gaststätte in Familienbesitz. Ich bin hier oben geboren, jetzt wo es dort rechts bin ich geboren. Ja. Ob ihr die Waldschenke neu aufbauen kann, Frank Kunert weiß es noch nicht. Im Moment ist er einfach noch zu geschockt. In Altenberg in Sachsen drücken Schnee und Eis auf das Dach dieser Tankstelle. Die letzten Autofahrer tanken noch, dann wird das Areal vom technischen Hilfswerk gesperrt. Für den Einsatz wird viel Platz gebraucht, denn hier müssen sie zum Räumen sogar mit einem Kran anrücken. Das Problem ist, wir können uns auf dem Dach nicht sichern. Du hast keine Möglichkeit, dich irgendwo festzumachen. Mhm. Deswegen seid ihr da mit dem Kran. Mhm. Ja? Der Plan ist jetzt, dass die sozusagen den Ausleger rausfahren und wir uns an dem Kran sichern. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit für uns. Mit schwerem Gerät fahren sie vor. Gleich mehrere Teams sind im Einsatz. Die Männer auf dem Dach sind für den Notfall gesichert und vorbereitet.
Es werden immer 3 oder 4 Einsatzkräfte jeweils an den Kranhaken gehen. Da sind die auf Spannung. Das heißt, wenn das Dach doch nachgeben würde, stürzt das Dach zwar ein, aber die Einsatzkräfte hängen förmlich am Haken und sind so gesichert. Ein derartiger Einsatz ist die absolute Ausnahme. Der Aufwand ist groß für dieses eine Dach. Aber für die Menschen im sächsischen Altenberg und in der Umgebung ist diese Tankstelle derzeit überlebenswichtig. Wir haben statische Berechnungen im Vorfeld ergeben. Wenn hier eine Schneelasthöhe oder eine Schneehöhe von 50 cm erreicht wird, wird es kritisch, dann muss man die Tankstelle sperren. Da das die einzige Tankstelle hier in der Umgebung ist und hier Rettungsdienste, Winterdienste das Benzin benötigen, um dass sie den Betrieb aufrechterhalten können, ist es eine kritische Infrastruktur und dadurch muss es geräumt werden. Das Dach hält. Der Schnee kommt runter und die Tankstelle kann weiter in Betrieb bleiben. Am Wildkogel wird es Nacht. Runter von der Berghütte kann jetzt niemand mehr. Viel Zeit also zum Kartenspielen. Auch für die Schülerinnen einer 11. Klasse aus Berlin. Eine Woche wollen sie auf der Hütte bleiben. Wir haben ja eine ganze Woche geplant und heute ist Tag 3, also wir sind alle noch gut dabei. Man hat viel miteinander zu tun und mit den Leuten, die man normalerweise nicht so jeden Tag sieht. Bei den Gästen soll bloß kein Lagerkoller aufkommen. Das ist für Hüttenwirtin Camilla Willig das Wichtigste. Das schlechte Wetter draußen will sie mit Partystimmung drinnen bekämpfen. Unsere Gäste können ja überhaupt nichts machen, außer Karten spielen oder irgendwelche Brettspiele. Und ich glaube, das tut denen ganz gut, wenn die abends mal so ein bisschen Auslauf haben, ein bisschen sich austoben können, einen trinken können. Dann sieht die Welt immer schon gleich viel relaxter aus am nächsten Tag. Stimmungssängerin und Reality-Star Camilla und ihr Mann Ingo führen das Wildkogelhaus erst seit 4 Wochen. Eigentlich wollen sie die Partyhütte zu einem Hotspot in der Region machen. Aber der unerwartete Schneesturm hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Von den Sorgen der Hüttenwirtin sollen die Gäste nichts mitbekommen. Während drinnen der DJ voll aufdreht, muss Camilla wieder raus, um die Schneemassen in Schach zu halten. 3-mal am Tag räumt sie das Gelände rund um die Hütte. Das schwere Gerät zu steuern war eine der größten Herausforderungen für die neue Hüttenwirtin. Ich bin auch weit und breit die einzige Hüttenwirtin und die einzige Frau im Pistenbully. Und so kämpft sie unverdrossen gegen den Schneesturm. Der Schnee ist eine Katastrophe. Es ist eigentlich so das Schlimmste, was wir hier so erleben. Die Schneemassen rund um ihre Hütte bekommt Camilla mit dem Pistenbully in den Griff. Nicht aber den meterhohen Neuschnee an den Berghängen hinterm Haus. Jetzt kommt noch die Lawinengefahr dazu, die massive. Ich habe die größte Befürchtung, dass wir irgendwann mal evakuiert werden könnten. Das ganze Haus durch diese Lawinengefahr. Ich hoffe natürlich nicht, dass das jemals passieren wird, aber die Befürchtung steckt einem im Nacken. Und wenn man dann überlegt, wie viel Verlust man eigentlich einfährt durch diese Kiste, dann wird einem ganz übel. Als Camilla zurück ins Haus kommt, wird sie von ihren Gästen überrascht. Na geil. Wie seid ihr da hingekommen? Aha, okay. Die Schüler aus Berlin haben spontan zu den Schneeschaufeln gegriffen. Wenigstens die Ein- und Ausgänge sollen frei bleiben. Man fühlt sich halt so ein bisschen sicherer, wenn der Notausgang wieder frei ist. Falls es brennt in der Nacht. Ich bin an der Tür. Woo! Stundenlang packen alle mit an. Das ist jetzt ungefähr vom halben Tag, was wir hier haben. Schneeschippen statt Skifahren. Aber Hauptsache Bewegung. Donnerstagmorgen um 4 Uhr in Annaberg-Buchholz. Wieder hat es die ganze Nacht geschneit. Dienstbeginn für die Schneeräumer. Die nächsten 8 Stunden sind Thorsten Lanzenberger und seine 9 Kollegen mit Räumen beschäftigt. Dass halt zumindest eine Spur gewährleistet ist, damit schon mal Fahrzeuge fahren können. Die Bürger sollen in ein paar Stunden zur Arbeit fahren können. Aber die schiere Menge an Schnee macht Thorsten Lanzenberger zu schaffen.
Er weiß schon nicht mehr, wohin er die Berge noch schieben soll. Bald werden sie den Schnee wohl aus den Wohngebieten herauskarren müssen. Die Leute sind stinksauer mittlerweile bei dem Schnee. Haben wir versucht, jeden recht zu machen. Eine Seite links, eine Seite rechts. Gut zwei Runden schafft Thorsten Lanzenberger mit einer Fuhre von dem Salzgemisch, das sein Fahrzeug hinter sich verteilt. Dann muss er neu holen. 40 Kilometer in einer Schicht. Mehr ist derzeit kaum drin. Der nächste Tag im Wildkogelhaus. Die Sorge über die Lawinen hat nun auch Hüttenwirtin Camelia und ihre Gäste eingeholt. Das Lawinenunglück der Schüler aus Halle ist bei allen hier Thema. Gestern war es alles nur so ganz lustig, aber dann nach dem Abendessen haben wir halt diese ganzen Nachrichten von den Lawinen gehört und dann war es eigentlich schon so ein bisschen ernsthafter und so, dass es auch wirklich direkt hier passiert ist, war es schon auf jeden Fall noch eine Nummer heftiger. Verwandte rufen ständig an und sagen, ja, in den Nachrichten hört man das und das. Wie ist es denn bei euch? Und die machen sich natürlich auch Sorgen, weil gerade wegen den Lawinen jetzt, die jetzt hier wirklich runtergekommen sind, sonst war es immer so, ja, es kann passieren, aber jetzt ist es halt wirklich passiert und ist ja dann schon echte Gefahr. Ein paar Tische weiter sitzen Tanja Geis und ihre Tochter Justine. Viel fällt ihnen als Zeitvertreib nicht mehr ein. Seit 3 Tagen sitzen sie nun schon auf der Hütte fest. Uns nervt jetzt schon das Wetter, dass wir halt nicht raus kann, dass wir halt hier drin festsitzt. Und wir hoffen, dass wir morgen abfahren können. Während sich die Gäste langweilen, hat Hüttenwirtin Camelia ganz andere Sorgen. Im Keller kontrolliert sie ihre Vorräte. Normalerweise können wir bestellen, dann wird es am nächsten Tag direkt geliefert. Bei dem Wetter natürlich jetzt gar nicht. Ich denke, eine Woche könnten wir noch überstehen, ohne nachbeliefert zu werden. Aber dann ist Schicht im Schacht. Also dann essen wir nur noch saure Gurken oder so. Und das sind nicht ihre einzigen Sorgen. Camelia hat Angst, dass im Wildkogelhaus bald das Licht ausgehen könnte. Die meisten Sorgen bereitet mir tatsächlich die Stromversorgung, weil ich ein bisschen Angst habe, dass die wegbricht. Und wenn der Strom wegbricht, dann stehen wir hier komplett still. Das ganze Essen, das Fleisch, alles, was eingedeckt ist, fängt an zu gammeln. Dann kann ich mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen, denn dann stehen wir vorm Ruin. Begrenzte Vorräte, eine Stromversorgung, die wackelt. Der Schneesturm stellt die Hüttenwirtin vor viele Probleme. Und dann bekommt Hüttenwirtin Camelia auch noch einen Anruf von einer Reisegruppe, die heute ankommen sollte. Sie kommen heute leider nicht mehr hoch. Also keine Anreisen auf dem Berg. Eigentlich hatte sich die Gruppe von 15 Gästen für heute angemeldet. Doch die Bergbahn lässt sie nicht hoch. Es ist zu gefährlich. Tschüss. Na geil. Uns fahren sie heim. Das ist ja ganz toll. Was ist jetzt gerade passiert? Erklär mal kurz. Ja, wir haben eine ganze Gruppe mit einer Anreise und die Bergbahnen lassen keinen mehr hoch wegen Lawinengefahr. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine finanzielle Katastrophe. Schlechter könnten die ersten Wochen als Hüttenwirtin für Camelia Willig nicht laufen. Innsbruck. Endlich kann das Team der Lawinenkommission zu einem Erkundungsflug abheben. Die letzten Tage war der Schneefall zu stark und die Sicht zu schlecht, um den Helikopter zu starten. Ein Flug wäre zu gefährlich gewesen. Heute aber ist die Sicht endlich gut. Das Team kann sich in den Bergen einen Überblick über das Ausmaß der Schneefälle verschaffen. Mittlerweile hat sich die Lage zugespitzt. Bis zu 6 Meter Neuschnee liegen auf den Gipfeln der Nordkette. Rund um Innsbruck gilt nun Lawinengefahrstufe 4 von 5. Wir sehen hier die Nordkette. Dort ist eben 5 bis 6 Meter Schnee. Das stellt natürlich eine Gefahr dar. Man sieht hier eh schon am Rand des Nebels kleine Rutschungen. Und wenn sich da dann eine sehr breite Lawine löst, dann muss man da doch mit bis zu mehreren 100.000 Kubikmetern Schnee rechnen, die da den Berg herunterstürzen. Die Lawinengefahr an der Nordkette ist jetzt die größte Sorge der Einsatzkräfte.
Elmar Rizzoli spricht von einem Extremereignis. So viel Schnee auf einmal gab es hier noch nie. Natürlich ist man angespannt in solchen Situationen, das kann man natürlich nicht ganz einfach wegstecken. Aber ich bin selbst auch jetzt schon mehrere Jahre in diesem Bereich tätig und für den Katastrophenschutz zuständig. Was war das, was wir gerade gehört haben? Das war eine Sprengung. Lawinen werden jetzt vorsorglich gesprengt, bevor sie ins Tal rollen können. Die Stadtteile, die unterhalb der Nordkette liegen, sind in verschiedene Gefahrenzonen eingeteilt. Die Bewohner in den besonders gefährdeten Gebieten sollen Fenster und Türen schließen und nicht rausgehen. Denn selbst wenn eine abgehende Lawine die Häuser nicht direkt treffen würde, könnte sich durch die Wucht der Schneemassen eine Staublawine entwickeln. Die Druckwelle und der Schneenebel würden dann auch das Haus von Stefan Berger erreichen. Er ist mit der Lawinengefahr aufgewachsen und fühlt sich gut vorbereitet. Vorbereitungen sind in dem Sinn getroffen, dass alle wichtigen Dokumente auf einem Ort, in einem Ordner hergerichtet sind, dass die jederzeit griffbereit sind und so nachher der Bereich verlassen werden kann und das Wichtigste einfach mitgeht. Damit Stefan Berger und die anderen Anwohner gar nicht erst ihre Häuser verlassen müssen, arbeitet die Lawinenkommission rund um Innsbruck unter Hochdruck, um die Lage in den Griff zu bekommen. Im deutschen Walchensee versuchen sie, das gute Wetter am Freitag auszunutzen. So viele Dächer wie möglich wollen die Anwohner heute räumen. Das Strandcafé hat schon lange keine Gäste mehr, aber dafür viel Schnee. Das hatten wir in den neuen Jahren auf jeden Fall noch nicht. Also wir hatten schon Schnee, aber also so auf einmal so viel, auf keinen Fall. Das ist zum ersten Mal. Man hilft sich untereinander. Die Ausnahmesituation bringt alle näher zusammen. Die Nachbarn kommen und helfen beim Räumen. Langsam bekommen sie hier Routine. Es ist nicht das erste Dach. Also ich habe gestern mit einem Kumpel das Dach gemacht. Und der ist professioneller Baumkletterer und kennt sie aus. Und ja, nee, also das geht schon. Also aufpassen muss man natürlich schon. Also rutschen sollte man nicht unbedingt. Hier geht es jetzt noch. Da haut es halt erstmal auf das Dach und dann da runter. Und dann liegen eh so viele Schneeberge. Meine, wir haben gestern ein zweistöckiges Haus geschippt und am Schluss sind wir vom Dach gesprungen. Weil es war, der Berg war 1,20 Meter noch von der Dachrinne weg. Wohin nur mit all dem Schnee? Vor allem weg vom Dach, sagen die Behörden. Und so räumen sie alle stundenlang ihre Dächer und bilden riesige Schneehügel vor ihren Häusern. Es ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Jetzt heute ist Wetter schöner, deshalb ist okay. Gestern bei Nieselregen war es besonders scheußlich. Mein über 90-jähriger Opa hat sein Haus in Greinau noch mit über 90 selber geräumt. Deshalb habe ich mir gedacht, gut, wenn der es kann, dann muss ich auch hoch. Julia Schuster hat noch viel vor sich. Unterstützung von offiziellen Stellen brauchen sie hier aber erstmal nicht. Natürlich ist die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz, Bundeswehr ist anscheinend auch im Ort. Bei uns ist es so, dass wir halt den Nachbarn helfen, die Nachbarn uns. Gestern waren sie bei einem Freund das Dach abschaufeln und der ist jetzt bei uns oben auf der Südseite, steht da und schaufelt unser Dach ab. Seit Donnerstag ist im Landkreis Berchtesgaden der Katastrophenfall ausgerufen. Seitdem sind nicht mehr nur die Feuerwehr und das THW im Einsatz. Auch Soldaten von der Bundeswehr. Hauptmann Sandra Muth vom Gebirgsjägerbataillon 232 ist auf dem Weg zur Watzmann-Therme. Seit dem Vortag sind hier Soldaten im Einsatz, um das Dach von den Schneemassen zu befreien. Wir als Gebirgsjäger sind ausgebildet oder haben die Ausbildung am Seil, mit dem Seil, was man den Soldaten, die sich auf den Dächern befinden, hier überall auch sieht. Die haben die Brustsitzgeschirr an, sodass die gesichert die Dächer freischaufeln können. Das haben wir natürlich in deutlich größerer Stückzahl, als die Feuerwehr das hätte. Da die Kräfte auch dringend an anderen Orten benötigt werden, will sich Sandra Muth ein Bild von den Fortschritten machen. Stabsfeldwebel Andreas Schuchert leitet die Arbeiten auf dem Dach der Therme. 50% ist abgeräumt. Die vorderen massiven Dachüberhänge von ca. 2 Metern war erstmal Schwerpunkt gestern. Und heute fangen wir jetzt an, von der Mitte und an den Rändern nach unten das Ganze abzutragen,
sodass die Dachlast minimiert ist. Der Katastrophenfall in Berchtesgaden wirkt auf den ersten Blick idyllisch. Aber bei dem Panorama, so schön wie es auch ist, aber es ist auch genauso gefährlich. Wird immer schwerer, der Schnee. Macht es nicht besser, die Wärme. Morgen übermorgen soll es regnen, dann wird das Ganze noch mal kritischer. Richtig. Deswegen müssen wir schauen, dass wir heute fertig werden. Ja. Auf geht's! Einbinden, Helm auf, weiter geht's. Da hinten einbinden, dementsprechend dann vorne weitermachen. Hauptmann Sandra Muth hat alle Hände voll zu tun, die Soldaten ihren Einsatzorten zuzuweisen. 3 und 4 Watzmann-Therme. Die Soldatin koordiniert die Zusammenarbeit mit den zivilen Einheiten. Die Kameraden der Feuerwehr benötigen dringend Unterstützung. Ich brauche unbedingt jetzt für die Halle dann noch die 20 Mann. Passt. Sofort einstellen, das macht dort keinen Sinn. Das ist prioritär irgendwie auf Liste, keine Ahnung, 200. Die sollen zum Feuerwehrhaus. Der Kommandant wartet dort auf die und hat das neue Objekt, was kritischer ist. Immer wieder kreisen Hubschrauber wie dieser in den Schneeregionen über Bäumen. Durch die starke Schneelast geht von ihnen inzwischen eine besondere Gefahr aus. Die Hubschrauber fliegen sehr tief über die Bäume und befreien dadurch die Bäume, die derzeit drohen abzubrechen oder umzufallen aufgrund der Schneelast, befreien die von Schnee, sodass damit automatisch die Wege auch wieder zugänglich sind für Fahrzeuge. Sandra Muth koordiniert die weiteren Einsätze aus der Kaserne der Gebirgsjäger im benachbarten Bischofswiesen. Im Lagezentrum wird genau festgehalten, welche Einheiten was machen und wo sie derzeit positioniert sind. Alles, was hier in der Tiefe ist, direkt in Berchtesgaden, geht von dem Berchtesgaden rauf in die Höhen, weil dort sich die Lage zuspitzt. Denn weiter oben ist die Schneelast auf den Dächern noch größer als hier unten. Der Landrat hat entschieden, 2 Teams von der Watzmann-Therme auf die Buchenhöhe zu schicken, dort Dächer freiräumen und dort die Sicherheit und Stabilität der Gebäude zu gewährleisten. Mit speziellen Kettenfahrzeugen dringen sie zur Buchenhöhe vor. Die Einwohner hier waren bis vor kurzem von der Außenwelt abgeschnitten. Die Soldaten haben sie mit Lebensmitteln versorgt. Jetzt helfen die Männer, die Dächer freizuschaufeln. Wir sind hier mit 4 Gruppen, 10 Mann. Wir sind gerade dabei, 2 Gebäude zu räumen mit jeweils 2 Gruppen. Wir haben jetzt hier das eine Gebäude, da werden wir gerade unterstützt vom THW. Die tatkräftig mit abräumen. Beim anderen Gebäude ist es so, dass wir die Feuerwehr mit der Drehleiter dabei haben, dass wir mit unseren Gruppen die Dächer gefahrlos betreten können. Der Einsatz ist echte Teamarbeit. Wir unterstützen jetzt die Gruppe hier oben, ja, mit dem Dach noch. Wir gehen durchs Gebäude hoch, alle Türen sind offen und steigen über den 3. Stock steigen ein. Fangen wir mit der Gruppe hier drüben an und mit den anderen 10 auf der anderen Seite vom Gebäude. Wir erwarten für die kommenden Tage Schnee bzw. Regen, ja, und versuchen, indem wir die Dächer jetzt zeitnah abzuräumen, ja, zu verhindern, dass hier noch weiteres Gewicht auf den Dächern lastet. Bei Einbruch der Dunkelheit müssen sie hier ihre Arbeit beenden. Die Nacht von Freitag auf Samstag wird für die Truppe kurz sein. Denn längst sind hier noch nicht alle Dächer geräumt und die Gefahr nicht gebannt. Später Samstag. Auf dem Brocken im Harz müssen Einsatzkräfte auch in dunkler Nacht noch weiterarbeiten. Die Schmalspurbahn ist im Schnee stecken geblieben. Schon wieder. Was hier los ist, dasselbe wie Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Lok wieder festgefahren, aber diesmal ist auch die Lok entgleist. Jetzt muss eine zweite Lok ran zur Bergung. Im bayerischen Traunstein räumen sie derweil immer noch Schnee weg. Regen soll kommen. Sonntagmorgen. Fast 1500 Einsatzkräfte sind im Landkreis zusammengezogen worden. Es beginnt ein Wettlauf gegen Schnee und Regen. Die Dächer müssen schnellstmöglich geräumt werden. Heuer ist ja die Tragik, dass in so kurzer Zeit so viel Schnee gefallen ist. Und die Wetterprognosen für heute Nachmittag sind ja, dass es nicht mehr schneit, sondern regnet. Und darum ist wirklich das Wichtige, dass wir die Dächer abräumen. Der schwere Schnee. Eine Bedrohung, die sie hier nicht unterschätzen.
Den Einsatzkräften stehen anstrengende Tage bevor. Und noch immer gibt es keine Entwarnung für die Katastrophengebiete in Deutschland und Österreich.